Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark Survival Ascended. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Lieben, wie ihr seht, wir sind zurück zu Hause. Ich habe auch rund um Kani Island auf dem ganzen Rückweg keinen einzigen Tuso Teutis finden können. Die scheinen also echt selten geworden zu sein. Also jedenfalls macht es den Eindruck, wir haben ja wirklich viele Spawnpunkte abgesucht und nirgendwo einen Tuso Teutis finden können. Aber okay, wir haben zumindest einen Megalodon bekommen und auch nochmal einen richtig schönen Basilo. Die sitzen auch beide schon vorne drin im Wasserbecken und fühlen sich da soweit ganz wohl. Und wir, ihr Lieben, gehen heute los in unseren ersten Dungeon. Der ist ja relativ nah hier bei uns an der Base, fast vor der Haustür. Und dann können wir das erste Artefakt auf jeden Fall holen, die ersten Dung Beetle endlich mal holen und mit ein bisschen Glück vielleicht ja eine Megalania, die gibt es da auch. Und vielleicht ist das Spiel ja so nett und weil es uns schon keinen Tuso Teutis gibt, gibt es uns eine Megalania. Und wir könnten eigentlich auch mal auch noch gucken, Gammelfleisch mitnehmen. Müssen wir noch einmal kurz nach oben, ein bisschen Insektenschutzmittel und vielleicht den Ghillie-Suit holen. Weil dann könnten wir auch versuchen nochmal oder überhaupt mal eine Araneo zu bekommen, so eine Spinne und vielleicht auch ein Skorpion. Warte mal, komm her, wir fliegen nach oben. Einmal kurz rauf. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Insektenschutzmittel mit. Ich weiß gar nicht, ob wir den Ghillie-Suit unbedingt brauchen. Wir probieren es mal mit Insektenschutzmittel alleine. Wenn das nicht reicht, dann wissen wir es. Das heißt, du kommst mit. Und warte mal, welcher war denn der? Hier, der war gut. Den nehmen wir auch nochmal mit. Ein, so einen Eintopf. Schrotflinte haben wir dabei. Die kommt mal auf die 2. Dann, oh ja, wir brauchen auch noch Heiltränke. Gut, dass wir nochmal hochgeflogen sind. Die hätte ich fast vergessen. Heiltränke nehmen wir mit. Und wir nehmen uns auf jeden Fall auch Gegengift mit. So, es kriegt auch gleich hier eine Kurzwahl. Gegengift, Heiltränke. Alles klar. So, dann hätten wir das hier für Spinnenzähmung. Das auch, um uns zu schützen. Das für die Megalania. Fleisch müssen wir noch mitnehmen. Oder vielleicht habe ich schon was in den Wolf getan, mit dem wir los wollen. Kann sein, dass da auch schon was drin ist. Aber wir nehmen auf jeden Fall auch einen Wolf mit. So, dann nehmen wir Fleisch mit. Prime Meat, ruhig noch ein bisschen mehr. Gammelfleisch, normales Fleisch, Narcotics. Munition haben wir genug. Sollte passen. Wir haben die normale Pistole dabei. Wir haben die Schrotflinte dabei. Warte mal, wir nehmen die Pistole auch nochmal auf die. Die kommt mal auf die 1. Auch gleich einmal durchladen. So. Gegenmittel, Heilung, Munition, alle Waffen. Fleisch für alles. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen was für die Dung Beetle. So, komm, du kannst mal kurz hier unten bleiben. Zack. Mal gucken, habt ihr zufällig gerade irgendwie hier. Ja, da liegt einer. Weil die fallen nicht durch den Boden, Leute. Die sind nur unsichtbar. Die Köttel, wenn sie die fallen lassen. Aber man kann die aufheben. Man muss einfach ein bisschen der Nase nach, dann findet man sie schon. So, und dann nehmen wir hier noch einen mit. Ist hier noch einer drin? Ja, und Dünger haben wir auch schon wieder fertig. Und hier auch. Aber es können ja dann bald unsere, hoffentlich, Dung Beetle übernehmen. Jetzt haben wir 4 Haufen. Das reicht eigentlich nicht wirklich. Leute, ihr müsst mal mehr futtern. Hier wird eindeutig zu wenig geschissen. Wie sieht's hier aus? Nee, auch nicht. Muss denn einer von euch gerade mal? Nee, der muss nicht. Wie sieht's hier so aus? Kneift's irgendwo? Nee. Schade. Na gut, dann müssen wir hoffen, dass das reicht, was wir jetzt hier haben. Alles klar. Ansonsten habe ich jetzt hoffentlich nichts vergessen. Wir haben die Sorten Fleisch, die wir brauchen. Insektenschutzmittel. Köttel für den Dung Beetle. Cryopods. Munition, die Rüstung sieht gut aus. Alles klar, auf den Wolf und los geht's. Wir gehen mit Heiko los. Der hat auch schon das Fleisch in der Tasche. Ich wusste es nicht mehr. So, Heiko, nimm das alles mal rüber. Alles klar, auf geht's. Ab in den ersten Dungeon. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Und ich hoffe, wir kriegen eine Megalania. Das wäre super cool. Gehört auch mit zu meinen Lieblingsdinos einfach. Auch wenn sie, wie gesagt, die können jetzt nicht so viel, ne? Aber die können halt einfach cool an den Wänden krabbeln oder an der Decke. Und sind für Höhlentouren gar nicht so schlecht. So, wir müssen wirklich nur ein kleines Stück hier rüber. Der ist ziemlich genau bei uns vor der Haustür. Hier drüben die Schlucht rein. Ein Stück hoch. Was haben wir da? Ein Raptor. Den futtern wir auch gleich mal weg zum Testen. Komm her. Heiko muss mal seine Bisskraft testen. Wie? Was haust du jetzt ab? Stehen bleiben. Hier wird der Dino. Den Dino haben wir gleich im Vorbeigehen gefuttert. Alles klar. So, Moment. Und da ist noch ein Tierchen gerade gestorben, auf dem Weg irgendwo. Wir haben auf jeden Fall das Rote Kreuz gesehen. So, hier müssen wir durch. Und dann weiß ich nicht mehr so genau. Entweder ist es hier vorne auf der Ecke schon gewesen. Sieht aber nicht so aus. Dann müssen wir weiter hier rum. Irgendwo hier links oder rechts muss das sein. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wo genau. Aber auf jeden Fall hier im Canyon.
Das sieht alles noch nicht so nach Höhle aus. Das war auch ziemlich... Hier, das sieht gut aus. Das war auch ziemlich bewachsen davor. Pegomastax! Sofort vernichten, bevor er uns was klaut. Oder was Wertvolles nachher. Haben wir. Alles klar. So, Moment. Hier irgendwo... Da, Leute. Da. Alles klar. Hier sind wir. Erster Dungeon. Auf geht's. Ich glaube, hier konnte man recht weit rein. Erstmal gucken, dass das Ruckeln aufhört. Dass wir erstmal richtig reinkommen in den Dungeon. Und dann hoffe ich, dass es einigermaßen gut läuft. Sieht auf jeden Fall jetzt schon mal cool aus mit diesen Leuchtpilzen hier vorne. Auch den Kristallen. Gefällt mir jetzt schon. So, warte mal. Dann müssen wir ganz kurz nochmal unsere Tierchen auf... Nee, aggressiv nicht. Wo ist denn hier mal einfach passiv? Nee. Wo ist denn neutral? Aggressiv, attack my target. Ach, hier unten, das ist neutral. Alles klar. Dann pfeifen wir so beide mal auf neutral, damit der Dimorpho dann von der Schulter auch mit zubeißt. Ah, cool, auch wie sich die Wurzeln hier bewegen. So, ich meine, hier konnte man recht weit erstmal reinlaufen, bevor wirklich die ersten Gegner aufgetaucht sind. Gefällt mir, wie das war nur unser Dimorphodon. Da schreit noch nichts. Gefällt mir sehr gut, Leute. So, hier kriegen wir ja auf jeden Fall das eins der ersten Artefakte, die wir auf jeden Fall schon mal brauchen für den Gamma-Boss. Oder für die Gamma, ja, für den Gamma-Boss halt. Für die Spinne auf Gamma. Da kriegen wir hier auf jeden Fall das Artefakt. Wir können wirklich ganz schön weit rein, bevor die ersten Gegner auftauchen. Das sieht auch cool aus. Das ist ja mal ein cooles Licht. Diese Pilze müssen mal mit einer der Gartenmods bitte reinkommen. An alle Modder da draußen, die eine Gartenmod machen, mit den Pflanzen aus dem Spiel. Diese hier, den hätte ich gern. So ein Höhlenpilz. Das ist ja mal cool. Okay, wir sind ganz schön weit rein schon jetzt und immer noch keine Gegner. Ah! Immer noch keine Gegner, wollte ich gerade sagen. Da sitzen sie. Die Schlange scheint festzuhängen. Level 15er Skorpion. Die Schlange hat es, glaube ich, schon gleich zerbröselt. Da kommt noch eine. Okay, da müssen wir ab jetzt auch gucken, ob irgendwo Megalanias an der Decke hängen. So, warte mal. Genau, hier konnte man in zwei Richtungen. Ich glaube, da lang ging es auch... Lass mal kurz gucken. Ich meine, hier kam man zu, könnte man zu dem ersten Höhlenloot kommen. Der hier muss dann aber relativ nah hier vorne dran sein. Dank, Beedle! Okay, wir haben hier keinen Höhlenloot. Sonst würde der hier sein, meine ich. Wenn hier ein Höhlenloot ist, dann ist der hier der erste. Level 135. Der wird wahrscheinlich schon alle Köttel verbrauchen. Komm, wir gucken mal. Komm mal her. Nee, der wird nur zwei Futter und kriegt dann sogar plus 67 Level. Oh, wie cool. Das ist mal ein kleines Stück zu Fuß rum, aber nicht zu weit. Ja, da geht es dann irgendwie runter. Ich glaube, wir gehen lieber andersrum und kommen dann später. Man kommt hier auf jeden Fall im Kreis rum. Dann kommen wir hier mit Sicherheit wieder raus irgendwie. Ich meine, so war das. Oder kommen wir von da hinten? Keine Ahnung. Hier, hier wäre normalerweise eine Chance auf einen Höhlenloot. Okay, der braucht wahrscheinlich jetzt die ganze Weile, bis er nochmal futtern will. Aber das ist gut, dann haben wir unseren ersten Dungbeetle. Und auch gleich einen guten und auch von der Farbe recht schön, ne? Gefällt mir. Sehr cool. Wir lassen uns Zeit hier drin, Leute. Wir haben keine Hektik. Wir sind direkt zum Folgenstart hier reingelaufen. Wir sind noch ganz frisch in die Folge gestartet. Wir haben Zeit, uns hier in Ruhe mit dem Dungbeetle zu kümmern, um den und dann in Ruhe weiter umzugucken. Jetzt die Performance auch okay. Ein bisschen am Eingang hat es geruckelt, aber sonst geht's, ne? Und hier so ein Stück, wenn man sich hier rumdreht, ruckelt. Hallo? Scheint es auch so ein ganz bisschen zu ruckeln. Oh, wie cool, Leute. Ich glaube, hier gab es auch Atropleuras nebenbei, ne? Müssen wir mal gucken, dass uns die nicht erwischen, uns die ganze Rüstung hin. Ich meine, wir können ja auch erstmal ein Stück gucken, wo es oben weitergeht. Ne? Die verlieren ja dann nicht so wirklich schnell Taming, wenn die wieder hungrig sind, wir nicht sofort in der Nähe sind. Komm, wir gehen mal ein Stück gucken. Der kann hier sitzen bleiben. Der ist, glaube ich, relativ safe hier. Dass dem nichts passiert. Und wir gehen nochmal hier oben eine kleine Ecke weiter. Nur mal so ein Stück um die Ecke lunzen. Haben wir es alle aufgefuttert? Ja, haben wir. Ja, guck mal hier. Oh, Spinnen. Oh, hier da hinten sieht cool aus. Oh, Level 145, ne?
Ja, die hätten wir aber. Wenn die so um die Ecke sitzen, kann man ja nichts machen. Da muss man die, schon so ein bisschen vom Weiten sehen. Sieht nicht nach Megalanias aus. Schade eigentlich, weil hier war einer von den Bereichen, wo welche sein konnten. Da hinten hockt irgendwas. Das ist eine Schlange, ne? Ist keine Atropleura. Nee, ist eine Schlange. So, und warte mal, hier ging's runter, ne? Immer. Ja, hier ging's runter. Wir gehen aber erstmal andersrum weiter. Weil ich meine, hier kommt man dann auf jeden Fall im Kreis rumlaufen. Dann können wir immer noch da runterhüpfen und gucken, wo es da weitergeht. Da hinten haben wir auf jeden Fall die nächsten Viecher. Schade, das war schon mal ein Bereich hier auf jeden Fall, wo auf Survival Evolved immer gerne mal eine Megalania unterwegs war. Okay, aber vielleicht weiter drin in der Höhle ja noch. Zumindest haben wir aber schon mal unseren ersten Dungbeetle. Und wir können auf jeden Fall noch mehr mitnehmen mit dem, was wir haben. Sollte reichen. So, komm her. Hast du jetzt vielleicht schon wieder Hunger? Nee, immer noch nicht. Das dauert schon mal, bis die wirklich ein zweites Mal. Aber plus 67 Level. Super. Was sagst du dazu? Dann haben wir endlich jemanden, der schön unseren Dünger zu Hause produziert. Dann brauchen wir die ollen Kompostkisten nicht mehr. Das dauert dann auch nicht mehr so lange. Es geht deutlich schneller. Und vor allem können wir die einfach mit irgendwas überladen. Schmeißen wir denen ein paar Metallbarren rein, dass sie zu schwer sind, nicht mehr laufen können. Dann sammeln die trotzdem die ganzen Dung ein, aber stehen immer auf einer Stelle. Das macht es einfacher, sie wiederzufinden. Und man kann sie auch in den Käfig reinpacken. Kann man ja auch mit den Oviraptoren machen. Einfach in den Käfig reinpacken und trotzdem sammeln die alle Eier ein in der Umgebung. Obwohl sie sich gar nicht bewegen. Dann rennen die nicht die ganze Zeit rum oder laufen weg. Komm schon, du willst nochmal essen. Wir haben den besten T-Rex-Köttel aller Zeiten dabei. So einen, an den du sonst sowieso... Da würdest du nie rankommen normalerweise. Weil hier in die Höhle verirrt sich selten T-Rex. Das ist absoluter Feinschmecker-Köttel ist das. Der hat vorher nur das feinste Fleisch gegessen und dann diesen wunderschönen Köttel produziert. Das kommt richtig, das ist richtig, richtig von Herzen. Kommt der. Ne, erfüllt, also so ein Köttel erfüllt ja eigentlich schon viele Kriterien eines guten Geschenks, muss man sagen, ne? Es kommt von tiefstem Innern, es ist was Selbstgemachtes. Also, hau rein! Komm. Ah, es dauert einfach immer, ne, bis die hungrig werden. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo eine Chance auf eine Mega. Wahrscheinlich kommt euch irgendwas angestürmt, weil ich zu weit vor krieche hier. Ah, da geht's auch irgendwo runter. Aber ich meine, wir kamen die trotzdem. Vielleicht kommen wir da hinten dann raus, wenn man im Kreis rumläuft. Kann auch sein. Und irgendwo ging es auf jeden Fall noch nach unten dann. Ja, er hat nochmal Hunger. Super, wir haben unseren ersten Dungbeetle. Okay, Cryopod raus. Du kommst mit. Sehr cool. So, jetzt das Fleisch auf die richtige Stelle. Nicht, dass wir selber aus Versehen was Falsches essen. Okay, dann können wir jetzt weiter, da wo die Schlange war. Und da weiter rum. Ich weiß gar nicht, wie viel Höhlenloot es hier gab. Ich meine aber, hier gab es bloß zwei. So, komm mal her, du ranziges Vieh. Die haben aber auch immer Level, die Höhlentiere. Level 145. Und da kommen noch mehr. Da kommt auch nochmal eine Spinne. Ich glaube, wir haben auch wieder jede Menge Tiere in den Wänden, so wie es sich anhört. Kann sein, dass die auf dem Rückweg dann alle draußen sind. Ganz schön laut. Oh, das halt ganz schön, ne? Oh, 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 oh. Nee, nee, Atropleura. Oh, ich habe gar nicht nachgeladen. Mist, lad mal die... Rotflinte nach. Oder war das aber gerade richtig laut? Daneben. Du ranziges Mistvieh. Aber wir haben dich erwischt. Sehr schön. Gleich nachladen. Das ist echt. Ich glaube, ich hätte ein bisschen leiser machen sollen. Ich habe den, dass das hier so heilt, habe ich nicht bedacht. Das ist extrem laut doch, ne? Die ganzen Höhlen-Sounds. Kommt mir jedenfalls so vor jetzt gerade eben. Zumindest das Geschrei und das Krachen von der Schrotflinte. Oh, ein wunderschöner Albino-Dungbeetle. Und dann noch einer. Oh, wie schön. Der da hinten ist... Die sind beide schön. Guck mal, Level 85. Da könnte man ja fast schon sagen, dass er mit einem Köttel gezähmt ist. Aber ist er nicht. Da wird auch noch zwei brauchen, ne? Mist, wir haben nur noch zwei. Was bist du für einer? Level... 25. Oh, der ist aber auch schön, ne? Mit dem blauen Beinchen. Vor allem ist der mit einem Köttelchen gezähmt.
Warte mal, kannst du nicht auch nochmal hier? Können wir gleich nochmal gucken. Vielleicht kann der Wolf ja auch nochmal. Vielleicht können wir auch damit gezähmt dann. Ja, guck mal, da reicht ja sogar, wenn wir nochmal. Aber wir müssen nicht. Wir müssen nicht. Muss der Wolf vielleicht. Wolf? Warte mal. Kommt man doch hier einstellen, ne? Wo waren das? Ach, das war beim Pfeifen, können wir pfeifen, dass not ready. Okay, er kann nicht. Er kann gerade nicht. Gucken zu viele Leute zu, da kann er nicht. Na komm, und den zählen wir jetzt ganz. Ah, ich hab's oh Gott! Nein! Oh, pfui! Ah! Wir haben uns gerade selber den... Oh, nee! War, wieso? Wieso? Schnell! Iss ein Stück Fleisch, das wird nicht helfen. Trink einen Schluck Wasser. Ah! Hier, trink auch noch einen Heiltrank obendrauf. Ich weiß nicht, gegen Gift hilft, dagegen nicht. Gegen das Gift. Entschuldigung. Er war so saftig, wir haben ihn hier weggegessen. Ah, nee, jetzt hat aber der Wolf hat gerade noch mal einen rausgeprügelt hier. Warte mal. Ja, so, jetzt aber Vorsicht. Der braucht ja jetzt eine ganze Weile. Komm, wir geben den Kleinen mal ihm hier. Oh, guck mal, da hat sogar der Wolfsschiss gereicht, um den zu zähmen. Sehr gut. Komm her, du kommst mit. Zumal zwei, danke. Den dritten können wir noch sitzen lassen. Da sitzt ja hier auch einigermaßen safe, ne? Da geht's auch wieder runter ins Wasser. Aber ich meine, hier gab's auch Sarkos, ne? Und wir haben gar nicht mehr nach Megalanias hier in der Ecke geguckt. Aber ich glaube, gab's nicht überall in der Höhle. Es gab so ein paar Ecken, wo die hängen konnten. Wobei hier unten, wenn man hier sitzt, ich glaube, die kam man so im Halbkreis so ein bisschen runter. Da konnte man auch nochmal Glück haben. Aber ich freue mich jetzt auch schon wieder super, dass wir jetzt schon mal zwei Dange und den dritten schon angezähmt. Das sieht auch cool aus hier mit dem ganzen, Pflanzen hier drin. Und dem Licht, wie es von oben so hier durchfällt. Das schon, ich höre schon wieder Spinnen. Und wie, hier sitzt ja alles voll. Noch ein Level 20er, noch ein Level 20er. Ah, und da ist eine Spinne. Ich wollte sagen, hier leuchtet ein Höhlenloot, aber nee, hier leuchtet kein Höhlenloot. So, da kann man langsam in Richtung des Artefakts, meine ich. Hier sind doch die Strukturen schon. Die Höhle ist super gemacht, Leute. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Wenig Viecher, aber das muss nichts heißen. Kann auch sein, dass die in den Wänden verbuggt sind. Und plötzlich rausspringen, wenn man irgendwo lang geht. Oder dass sie auf dem Rückweg alle draußen sitzen. Da haben wir auf jeden Fall nochmal eine olle Atropleura weg hier, bevor die... Boah, das war knapp. Das war knapp. Wo kommt sie? Da kommt sie. Haben wir. Die Schrotflinte rumst richtig rein. Ist aber auch ordentlich laut. So. Nachladen. Okay. Alles klar. Läuft aber ganz gut. Vor allem kriegen wir auch ordentlich Chitin hier zusammen, ne? Guck mal, 99 aus der Atropleura hier. Und nochmal 89 aus der. Ah, warte mal. Ich glaube, da hinten, da funkelt schon das Artefakt, ne? Das müsste es sein. Oder es könnte auch ein Höhlen. Oder ich glaube, es ist das Artefakt in der Richtung. Ja, das ist. Ja, das ist das Artefakt. Sehr cool, Leute. Wir sind am ersten Höhlenartefakt. Lass mal kurz einen Screenshot von machen hier von unserem. Wie war jetzt. Das sieht auch geil aus, wie das hier schimmert, das Licht am Boden. So, Foto. Sehr schön. Nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht mehr, welches Artefakt das war. Boah, da haben wir ja auch noch Explorer Notes um die Ecke. Nee, das ist ein. Ah, hier kann man von der anderen Seite auch noch rein. Moment. Dann haben wir hier Obsidian. Hier hinten geht es nirgendwo weiter. Man kann von zwei Seiten rein. Wir sind von da reingekommen. Jetzt hier, wo es ganz flach runtergeht. Das heißt, wir gehen aber weiter in die Richtung, wo es da auch noch rausgeht. So, du warst... Welches Artefakt? Das Artefakt des Jägers. Alles klar, wir haben das Artefakt des Jägers. So, dann gehen wir hier mal weiter. Noch ein 130er Dung Beetle. Schade, aber keine Megalania. Spiel, wir haben schon wirklich keinen Tuso Teutis. Gönn uns doch eine Megalania. Das sieht alles super aus. Guck mal, da gibt man schon Eindruck auf, wie schön Aberration werden wird. Mit den ganzen leuchtenden Pilzen und Kristallen und dann in viel, viel größerem Maßstab alles. So,
Ich glaube, wir sind unten an Wasser. Ja, wir sind wieder einmal rum. Drüben hockt noch eine Spinne. Ich weiß gar nicht, kam man hier... Ich meine ja da drüben. Ich meine, man kam hier, musste hier auch ein Stück schwimmen. Ah, Piranhas. Und es gab Tonnen von Piranhas. Genau so war das, wie in jeder Höhle. Komm, bleib mal hier am Rand. Oh, und... Ich wusste es. Oh, ein 130er. Oh, gleich noch eins. Das wäre mal auch schön. Wir können ja auch die Höhlentiere zähmen. Und Level... Oh, er hat uns gepackt. Naja. Ah, lass mich auf den Wolf. Er hat es echt geschafft, uns runterzurupfen. Hat aber nicht so viel Schaden. Wahrscheinlich ist die Rüstung ziemlich hin jetzt. Uns geht's aber noch gut. Hat er uns echt vom Wolf gerupft? Sauvieh. Aber okay. Alles noch in Ordnung. Nichts passiert. Lad nach. So. Okay. Kurz mal die Rüstung checken. Ah. Top. So, jetzt rüber und schnell hier wieder raus, bevor die Piranhas ankommen. Ups. Oh, Explorer Note. Hä? Oh, das hatten wir schon mal, Leute. Dass wir das nicht nehmen konnten. Da war die, sah die Kiste auch schon offen aus und wir konnten auch nichts mehr machen. Können wir gar nicht alle sammeln, oder wir müssen nochmal wiederkommen. Das hatten wir schon einmal mit irgendeiner Note, wo wir vorbeigegangen sind. Die war, sah schon aus wie offen und wir konnten die nicht nehmen. Spiel! Warum? So. Oh, jede Menge. Oh, was für eine schöne Spinne. Warte mal, hier in der Mitte. Müssen wir mal gucken. Hier gab es, glaube ich, auch noch eine Explorer-Note. An den Seiten auf jeden Fall noch jede Menge Arthropoda. Ich glaube, wenn wir da hochgehen, kommen wir wieder zurück. Aber wir müssen hier nochmal weiter. Oh, ich habe ein Dankvideo. 150er Dank. Ich habe ihn aus Versehen gebissen. Oh, wow. Hier ist was los. Der Dankvideo ist jetzt auch sauer. Der beißt uns in den Hintern. Entschuldigung, Dankvideo. Das wollte ich gar nicht. Ah, naja. Was schmeißen die Spinnen hier eigentlich immer weg? Nur ein paar Betäubungspfeile, ein paar normale. Ach, guck mal hier. Die ist aber noch okay. Ja. Caprosuchus. Caprosuchus paludentium is a water-based carnivore, primarily found. Okay, wir sind wieder in dem Raum, wo ich dachte, aber das ist das erste Loot. A naturally fast runner that is even faster in the water. It is a solitary hunter that picks off small to medium creatures, especially those isolated from their pack. When attacking, Caprosuchus uses two main tactics. First, it patiently waits below the water surface, and when the target is sufficiently close by, will perform a lateral jump that it uses to quickly close distance with its prey and drag it underwater. Secondly, it attacks the prey's vital areas specifically to drain its stamina. These two techniques effectively prevent most creatures from escaping Caprosuchus once an assault has begun. Survivors are generally split about the usefulness of Caprosuchus. Some love its speed, both in and out of the water, essentially making it among the fastest, small-sized, all-terrain mounts when traveling through the wetlands. Others do not like how relatively frail Caprosuchus is, and do not think its high speed and ensnaring attacks make up for this shortcoming. So, ich glaube, wir kommen wieder einmal im Kreis rum hier. Und wir haben noch mal ein bisschen was für den letzten Dungbeetle. Ja, ja, wir sind noch mal hier unten, waren wir eben schon. Wir sind also einmal im Kreis jetzt wieder rum. Da drüben sitzen die Eulen Arthropleuras. Da ging es zu dem Artefakt. Und hier geht es dann wieder raus. Okay, ich glaube, wir waren überall jetzt. Hier wieder hoch und dann kommen wir wieder auf die zentrale Kreuzung, wo es dann links ganz rausgeht aus der Höhle und andere Richtung kommen wir dann wieder zu unserem Dungbeetle runter.
So, den müssen wir jetzt auch mitnehmen können. Einmal gucken, wir sind nicht runtergesprungen da hinten, ne? Wir gucken noch einmal, ob wir da auch wieder in den Bereich kommen, wo wir schon waren. Wir springen auf jeden Fall einmal runter, damit wir sicher sind, dass wir überall waren. So, komm mal her. Einen leckeren Wolfs... Ich hab ihn doch aufgehoben. Wo ist er hin? Gibt's nicht. Ich hab das aufgehoben, Leute. Ich hab E gedrückt. Wir haben's aufgehoben. Ach, ist auf der Null. Ist es schon auf der Null? Oh, hab ich nicht gesehen. Alles klar. Noch einer. Was für eine gute Runde. Drei Dung Beetle und das Artefakt. Naja, und nochmal ein Sarko-Sattel, der, glaube ich, gar nicht mal schlecht ist. Ein hellblauer. Guck mal, da ist sogar noch was. Er hat schon was hergestellt. So, aber jetzt sind wir weg, sonst esse ich den wieder aus Versehen. So, wie viel Level hat er? Eins nur. Heiko war schon ziemlich weit aufgelevelt. Ruhig nochmal Schaden. Das sieht auch gerade sehr cool aus hier. Hier könnte man ja auch mal mit dem Nebel hier und so könnte man ja auch mal einen Screenshot machen. Mit der Höhle im Hintergrund so ein bisschen. Komm mal her hier und mit dem Nebel hier so ein bisschen. So. Ja, ruhig eher ein bisschen so. Zeit für ein Foto muss mal sein. Komm mal her. Oh ja, das sieht cool aus. Foto. Okay, gehen wir drüben nochmal runter und gucken nach, ob wir da auch noch irgendwo Neues hinkommen oder ob es da auch nur noch einmal im Kreis rumgeht, wo wir schon waren. Oh nee. Oh, und schon wieder aus dem Dungbeetle erwischt. Ja, da, hier waren wir, glaube ich, auch schon. Ja, hier waren wir auch schon. Das ist die Ecke. Alles klar. Okay, dann waren wir überall. Eigentlich zwei Explorer Notes, wenn die eine nicht verbuggt wäre. Und einmal Höhlenloot zumindest. Und Dry Dungbeetle. Und unser Artefakt des Jägers. So, raus hier. Zack. Halt, nicht da lang. Da geht's wieder rein in die Höhle. Wir wollen raus aus der Höhle, raus aus dem Pilz erstmal. Hat sich auf jeden Fall aber gelohnt. Allein für die schönen drei Dung Beetle. Und natürlich fürs Artefakt, ne? Aber ich hätte auch richtig gerne Megalania gehabt. Schade, dass keine einzige da war. Wahrscheinlich auch in die Felsen reingebackt. Es gibt so zwei, drei Stellen nur, wo die hängen können. Und da hingen einfach keine. Boah. Okay. Beim Übergang von Höhle nach draußen oder andersrum ruckelt es immer kurz. Aber es geht eigentlich und danach läuft es recht gut, muss ich sagen. Also es lief, lief jetzt schön flüssig in der Höhle, alles gut. Keine Performance-Einbrüche. Und es sah vor allem richtig schön aus. Beruhigt mich auch ein bisschen, dass es keine Performance-Einbrüche gab, weil ich mache mir ein bisschen Sorgen, wenn Aberration rauskommt, dass das dann meine Grafikkarte nicht mehr schafft, wenn es überall leuchtet und blitzt und glitzert. Ah, wir sind raus. Erste Amtshandlung, gleich auch mal speichern. So, sehr schön. Bringen wir alles sicher zurück nach Hause. Hat sich doch gelohnt. Am nächsten Mal gucken wir, dass wir noch vielleicht hier vor der Haustür uns auch nochmal in der Höhle eine Spinne holen. Das ist ein guter Spot dafür. Da kommt man eigentlich ganz gut ran an die Spinnen. Haben wir jetzt auch nicht mehr ausprobiert. Ne? Aber es war auch keine, die man gut erreichen konnte. Aber schöne Level haben sie alle. Am besten so eine 145er mit rausnehmen. Oder vielleicht auch gleich noch höher. Aber 145 wäre auch schon okay. Eine 145er Spinne würde ich nichts gegen sagen. Jo. Ah, da sind wir wieder zu Hause. Sieht auch schön aus, wenn wir auf unsere Basis dazukommen. Hopp, einmal rüber. Und zwei, drei Piranhas in den Hintern gebissen werden. Da kommen sie schon. Autsch. Autsch. Autsch, wir beißen gleich zurück. Ich sag dir das. Au. Ah, hört er schon auf. Nee, alle doch nicht. Einer muss noch sein. Und noch ein zweiter. Pass mal auf, jetzt reicht mir. Au, Guckel. Reicht mir gleich mit dir. So. Da bist du Futter. Alles klar. Zack. Dann können wir unsere Dung Beetle jetzt hier einsetzen. Einen im Stall und einen hier draußen oder zwei. Wie gesagt, pack mal den ein bisschen Gewicht rein, dass sie nicht rumlaufen können. Oh, einfach ein bisschen Holz oder ein bisschen Metall, irgendwas, was schwer ist. Dann können sie nicht laufen und dann stellen wir die trotzdem auf Wandern, dann sammeln sie alles automatisch ein. Super. Wie geht's dir sonst so? Sehr schön. Oh, und guckt mal, Leute. Allein dafür hat sich das schon mal richtig gelohnt. So viel Chitin. Bisschen Titanoboa-Gift. Und, naja, hier, das kann alles
bisschen was kann nach oben im Kühlschrank, ein bisschen was verteilen wir wieder auf die Futternäpfe hier unten. Das nehmen wir auch wieder mit nach oben auf jeden Fall. Hier kommen, da gibt die paar Pfeile auch nochmal her. Das verteilen wir auch noch auf die Futternäpfe und der Kram hier kann aber raus. Die Schlappen, das Zeug hier, das brauchen wir alles nicht. Das auch nicht, das auch nicht. Okay, sehr schön. Und da haben wir unser Artefakt. Okay, Lieben, ich würde sagen, das war gut und wir kommen jetzt langsam zum Ende dieser Folge. Packen wir noch kurz unseren Wolf zurück in den Stall. Oh, da muss er nochmal. Sehr schön. Er lässt die Köttel nochmal draußen vor der Tür liegen. Anständig, ist stubenrein. Die kackt doch nicht in den Stall. Außer wenn die Dungbeetle da sind, vielleicht. Dann kommen sie und müssen es aufsammeln. Aber sonst nicht. Ah, lass mich los. Super. Ah, unser Stall ist doch einfach schön, ne? Gefällt mir. Ich habe auch zwischen dem Basilohaus noch ein bisschen was dekoriert in dem Gang. Da ist es auch richtig gemütlich mittlerweile. Gerade abends mit Kerzenschein sieht es da richtig schön aus am Basilohaus. So, ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.